Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic, kommentiert von Ramsky Rada. On the Man for Max. Hi. Der ist auch dabei, auch wenn er heute nur als Stimme dabei ist und nicht als Zitani. Ja, mal wieder. Wir sind gerade in unserer Klassenstory. Und es geht ganz schön heiß her. Letzte Folge hätte uns Kira fast umgesäbelt. Aber sie hat widerstanden, sie hat es geschafft. Und der Imperator hat auf sie keinen Einfluss mehr. Hoffen wir. Hoffen wir mal, dass es anhält. Und auch wenn man gerade in der schwierigsten Situation sitzt, für den Jarik-Holo-Schach ist immer ein bisschen Zeit. Das wusste auch Luke Skywalker. Ne? Ich würde mal selber gerne die Jarik, ehrlich gesagt, spielen. Gibt's sogar offizielle Regeln für. Aber gibt's dafür auch schon so Figuren und das Brett und sowas? Oder müsste man sich das theoretisch selber bauen? Es gibt es, ich hab's mal gesehen. Okay. Aber es ist halt relativ schwierig, so mit Hologrammen und so, das in der echten Welt umzusetzen. Ja gut, ich weiß jetzt halt diese Regeln nicht aus dem Kopf. Also es ist so wie bei Sabak, dass sich halt durch die Hologramme, sag ich mal, irgendwie selber noch was ändert. Oder kann man das theoretisch, sag ich mal, auch so nachspielen? Theoretisch kann man das auch so nachspielen. Und das gibt's auch. Es gibt jemanden, der hat diesen ganzen Tisch mit Fuß und Hass nicht gesehen, alles perfekt nachgemacht und sogar die kleinen Figürchen. Okay, ja. So, worüber reden wir? Wir haben eine Galaxis zu retten. Der Jarik. Viel wichtiger. Der Macht sei Dank, ihr seid am Leben. Als ich sah, wie Angrals Schlachtkreuzer explodierte, fürchtete ich das Schlimmste. Schön, euch zu sehen, Meisterin Satine. Sind alle in Sicherheit da unten? Jetzt schon, dank euch. Bitte kommt zur Oberfläche und sucht mit eurem Padawan die Ratsgemächer auf. Es gibt viel zu bereden. Oh, oh. Wenn man sowas von Meisterin Satine Shan gesagt kriegt, das ist selten ein guter Zeichen. Ein gutes Zeichen. So. Eieieiei. Ach Moment, ich muss ja erstmal nach Tyson reisen. Ist vielleicht eine gute Idee, dass wir nicht nochmal auf das gerade sich selbst zerlegende Sith-Schiff gehen. Gut, von außen sieht es noch relativ intakt aus, aber wir wissen ja, was da drin los ist. Ab nach Tyson. Bloß weg hier. Kann ich nicht mehr ausstehen hier. Ich habe Zeit für ein bisschen Erholungsurlaub auf Tyson. Das ist immer noch einer meiner Lieblingsplaneten von Isvetor. So viel grüne Bäume. Ach, das gefällt, das freut das kleine Let's Player-Herz. Oh, schön. So, komm, Kira. Ich bin gerade am überlegen, ob wir Kira vielleicht für unseren Ausflug zum Jedi-Rad was anziehen sollten. Nö, finde ich nicht. Also... Weißt du was, wir machen einen Kompromiss. Wir lassen sie so, wie sie ist. Na, ich tu... Was? Was machst du denn hier? Ich hab den Protokoll-Druid. Aber nein, hier können wir ja alle ankleiden und auskleiden. Sie kriegt einen Rock für die Zeit. Ist gut so. In BH und Mini-Rock geht's zum Jedi-Rad. Nicht Mini-Rock, Mensch, Maxi-Rock. Was? Naja, langer Rock bis unten. Na, du kennst dich ja aus. Das ist so eine offizielle Bezeichnung, oder? Maxi-Rock. Weiß ich nicht, sagst du kennst dich aus? Hast du den erfunden, Max? Maxi Rock. Ja klar, ey, was glaubst du, wie ich meine Millionen hier gemacht habe? Die Millionen Credits meinst du? Im Ingame. Ey, ich sitze hier schön auf Hawaii, du. Trink hier nebenbei was. Das erklärt deine zweifelswerten Kommentare. Eine was? Das erklärt die zweifelhafteren Kommentare von dir. Oh, Tython. Kann ich sogar lesen. Lass mich raten, hast du ein Hawaii-Hemd an? Ich habe. Liebe Leute, es tut mir leid, dass dieser etwas seltsame Schnitt eben kam. Der Max hat etwas so Schreckliches gesagt. Das kann ich in einem USK 12-Channel nicht bestehen lassen. Was denn, ey? Psst, jetzt, ruhig. Wir sind auf dem Weg nach Tyson, Mensch, da muss man ein bisschen anständig sein, Junge. Bin ich doch. Und ich frage mich übrigens gerade, wie ich es geschafft habe, den langen Weg nach Tyson zu müssen. Bin in der Orbitalstation rausgekommen. Muss jetzt mit der Fähre nach Tyson fahren, aber haben wir unser eigenes Schiff. Plopp. Tyson, so. Naja, haben wir ein paar schöne Cutscenes zwischendurch, ist auch nicht zu verachten. Ne? Ah, der Jedi-Tempel. Endlich zu Hause. Ich soll zu dir kommen? Hi! Aber ich will nicht zu dir, ich will zum Jedi-Rat. Da gehen wir jetzt auch hin.
Max? Jetzt könntest du eigentlich wieder zu mir stoßen, oder? Du musst nach eh zu dem Planeten, wo ich bin. Ganz viel Post gekriegt. Neuigkeiten, okay. Doktor. Könnt ihr euch selber durchlesen, wenn ihr das wollt. Was ist das? Das verstehe ich nicht. Ich habe einen Post gekriegt von EAAQQ. Da steht drin. Credit Pharma, kannst du löschen. Was sind Credit Pharma? Credit Pharma oder auch Gold-Sammler aus World of Warcraft noch, die Chinese-Sammler, das sind Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Credits oder Ingame-Währung halt wie überklopft haben und dir das dann für echtes Geld verkaufen wollen. Das ist ja bescheuert. Ja, es funktioniert. Ich finde gerade aber den Ausweg nicht. Ich finde den Weg aus der Landebucht nicht raus. Das ist kein Scherz. Ja, wisst ihr ja schon mal, woraus die nächsten 20 Folgen stehen werden. Ich schieb's darauf, dass meine... Oh nein, ich stand auch noch direkt daneben. Leute, 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 was denn los? Ja, du wirst alt. Ja, das weiß ich. Das ist Standard. Ah, passieren dann so eine Sache. Ich finde mich auch nicht mehr zurecht auf meiner eigenen Heimatwelt, also so. Willkommen daheim. Hi! Die Jedi stehen in eurer Schuld. Eine Schuld, die wir nie zurückzahlen können. Wenn hier die Orden tragen würden, wäre eure Robe damit übersät. Ich wünschte nur, Meister Orges könnte an diesem Sieg teilhaben. Ich werde sein Vermächtnis bis zum Ende meiner Tage in Ehren halten. Das werden wir alle. Er war ein großartiger Lehrer und ein guter Freund. Wir haben einen unserer größten Meister verloren. Aber an seine Stelle tritt ein Jedi, der seinesgleichen sucht. Und ihr, Padawan. Ich wusste, dass ihr uns nicht verraten würdet. Mir fällt kein Grund ein, warum wir aus Kira keinen Jedi-Ritter machen sollten. Einverstanden. Mein ehemaliges Sorgenkind ist zu einem wahren Jedi geworden. Als Vorsitzende dieses Rats ist es mir ein Vergnügen, Kira Carson in den Rang eines Jedi-Ritters zu erheben. Wirklich? Das ist nur gerecht. Immerhin habt ihr geholfen, die Galaxis zu retten. So fühlt es sich also an, wenn man respektiert wird. Die Gefahr auf Tython ist gebannt. Aber wir erhalten aus der ganzen Galaxis neue Kriegsmeldungen. Ein weiterer Krieg gegen das Imperium scheint unausweichlich. Darth Angral war der Funken, der die Flamme entzündet hat. Selbst sein Versagen lässt die Sith Grausamkeiten begehen. Er hat aber auch unsere größte Waffe gegen die Dunkelheit geschmiedet. Die Macht hat mir gezeigt, was vor uns liegt. Die Zukunft vieler liegt in euren Händen. Ihr werdet das Schicksal der Jedi entscheiden. Der Republik, der Galaxis. Ich werde die Republik bis zum letzten Atemzug verteidigen. Möge die Macht mit euch sein. Mit uns allen. Was ist denn hier für ein Auflauf? Schnell weg. Max? Kapitel 1 beendet. Sehr schön. Und wir können natürlich nicht von Tython weg, ohne vorher nochmal die schönen Wälder anzugucken. Die Wälder unserer Kindheit, die Wälder unseres Anfangs. Boah, ey, fast 60 Leute auf Tython, ist nicht schlecht. Deiner Kindheit? Habe ich was verpasst? Ja, der hier Jedi Kindheit. Achso. Natürlich sind wir hier als erwachsener Mann angekommen, aber hey! Wann hier los? Habt ihr euch gestritten? Immer noch müssen sie sich prügeln. Selbst Jedi. Naja. Ach, könnt ihr euch noch an unsere Trainingskämpfe erinnern? Könnt ihr euch noch an die Zeiten erinnern, wo wir uns eine nasse Unterhose geholt haben? In den wunderschönen Seen Tythons. Oder als wir hier auch gesessen haben und geglüht haben. Warte, warte, warte. Das können wir sogar nachstellen. So, stopp. So. Das war das Falsche. Ja. Aber wir glühen blau. Ist auch nicht schlecht. So, genug gespielt. Ab wieder zum Galaxisrennen. Max? Mhm.
Kannst, hast du mir eigentlich schon, ach ja, da unten sehe ich es. Wir sind schon eine Gruppe. Sehr, sehr schön. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns auf dem Schiff wieder. Wieder im Schiff, ab zum Holoterminal, weiter. Die Macht ist mit dir. Jetzt und bis in die Ewigkeit. Meister Orgus? Seine Macht wächst. Nur du kannst ihn aufhalten. Du musst nach Tatooine. Wen aufhalten? Warum Tatooine? Ein Raumschiff ist in einer Wüstenschlucht abgestürzt. Nutze die Macht. Finde es. Mit wem habt ihr da gesprochen? Der Holocom ist gar nicht an. Es ist verrückt, aber Meister Orgus hat genau hier gestanden und mit mir gesprochen. Er ist nicht am Leben, T7. Meisterin Kiwix hat mir einmal erzählt, dass mächtige Jedi nach ihrem Tod in der Macht weiterleben. Also war es geschäftlich. Was hat Meister Orgus gesagt? Auf Tatooine ist ein Raumschiff in eine Schlucht gestürzt. Ich sehe es fast in Gedanken. Dann denkt weiter daran. Nächster Halt, Tatooine. Sie zeigt zumindest Einsatz, das ist positiv, ne? Oh, und sie hat ein... So, hier rum, so, blablablab, dudel. Es ist schwer zu navigieren, wenn man die rechte Maustaste nicht zur Verfügung hat. Seit wir diesen Tanz mit Darth Angral hatten, fühle ich mich anders. Im guten Sinne. Der Imperator ist aus meinem Kopf verschwunden. Dieses kranke Monster hat mich nur runtergezogen. Jetzt bin ich endlich frei davon. Prima. Was der Imperator euch angetan hat, war Unrecht. Und er wird es niemals wieder tun. All die gestohlene Zeit. All diese Jahre, wo ich selbst hätte sein können. Das Traurige ist, dass der Imperator immer noch so viele in der Hand hat. Bald wird der Imperator keine Sklaven mehr haben. Das verspreche ich euch. Das muss man euch lassen. Ihr seid immer voll und ganz bei der Sache. Wir haben immer noch eine Galaxis zu retten. Packen wir es an. Und wir haben auch endlich mal wieder sehen können, wie wir ohne Helm aussehen. Naja, auf nach Tatooine. Max, triffst du mich da? Tatooine? Was will ich denn da? Na, mit mir ein Schiff suchen. Auf ganz Tatooine suche ich mit dir nach dem Schiff. Ja. Ich meine, wir sind zwar in einem drin, aber wir suchen ein anderes, weißt du? Nicht alle Schiffe sind gleich und so. Klingt verlockend, aber ich glaube, ich sage lieber nein. Warum? Weil du auch nach Valmora kommen sollst. Muss mal weitermachen. Na, muss jetzt aber für meine Quest nach Tatooine. Naja, dann mach hin. Oh, Leute, solche Mitarbeiter hat man. Beide er sich. Komm, hopp, hopp. Wir haben was vor. Die Zuschauer wollen ja auch mal was sehen. Ja, das tun sie die ganze Zeit. Ja, jetzt haben sie Kira gesehen, jetzt sehen sie Tatooine. Tatooine ist einer meiner Lieblingsplaneten. Es wird passt doch. Ja, dann hopp, hopp. Ja, mach Tatooine. Leute. Schneller, nicht reden. Leute, was ist denn los hier? Go, go, go. Der Junge ist frech geworden.